Kronos Kochstudio, Blobbys kulinarisches Abenteuer. In der futuristischen Küche des Kronos Kochstudios herrscht reges Treiben. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Dort sitzt ein leuchtend grüner Blob namens Blobby, der fröhlich vibriert. Was wird er uns heute zeigen? Ich werde euch zeigen, wie man ein traditionelles Blob-Fruchtbrot zubereitet, vibriert Blobby fröhlich. Blobby beginnt, verschiedene Früchte mit seinen blobbigen Extremitäten zu greifen und sie in eine Schüssel zu werfen. Er mischt sie mit einer geheimen Zutat, die er aus seinem Inneren produziert. Das Gemisch wird dann in eine Form gegeben und in einen futuristischen Ofen gestellt. Während das Brot backt, plaudert Blobby über seine Abenteuer an Bord und seine Beziehung zu Natascha, der Sicherheitschefin. Schließlich klingelt ein Timer und das Brot ist fertig. Es hat eine leuchtend grüne Farbe und duftet exotisch. Blobby schneidet ein Stück ab und bietet es dem Publikum an. Das ist anders, aber auf eine gute Art. Blobby vibriert zufrieden und alle stoßen mit ihren Getränken an. Damit endet Folge Kronos Kochstudio mit dem Versprechen auf weitere kulinarische Abenteuer in der nächsten Woche.